Jo Leute, Maxstar hier. Und wie ihr ja sehen könnt, kommen wir wieder zurück zu Asphalt 9. Ja, heute ist es endlich mal wieder soweit, Leute. Endlich mal wieder eine neue Folge Asphalt 9. Und wir machen heute weiter in der, also respektive in der American Blaze Saison. Und ich wollte noch mal sagen an alle Zuschauer, tut mir leid, dass der erste Geburtstags-Livestream am 9. November schneller beendet wurde, weil ich ja da so intensiv Temperatur hatte, respektive krank war, sehr fest. Und ja, heute soll es also, respektive nicht American Blaze, Euro Trucks war das, glaube ich, genau, soll es also weitergehen. Und zwar habe ich einen neuen Wagen freigeschaltet, und zwar der Porsche GTS 911. Und ja, die Frage ist nur, können wir das mit diesem Wagen überstehen? Ich bin mir da nämlich nicht ganz so sicher. Okay, auf jeden Fall sollten wir es mal mit dem Tense probieren. Entweder mit dem Lotus oder mit dem Tense. Ich würde es jetzt mal mit dem Lotus probieren, mal schauen. Okay, wenn es grün ist, dann ist es möglich. Also das heißt, wir können es jetzt mal mit dem Lotus probieren. Wir müssen wieder einfach das Rennen gewinnen in Rom, nämlich genau. Heute kann es wieder mal weitergehen mit einer neuen Runde Asphalt 9. Ja, warum ich in der nächsten Zeit nicht so viele andere Let's Plays aufnehme, hat ein bisschen zu tun, weil ich natürlich auch noch vorbereiten muss, und bald kommt ja auch noch Landwirtschaftssimulator 19 und so weiter. Und bei Warframe muss ich noch weiter schauen, da sind auch nicht ganz alle Missionen beendet. Euro Truck Simulator gibt es im Moment nichts Neues. Und ja, da werde ich sowieso noch schauen für ein DLC für Euro Truck oder American Truck Simulator und so weiter und so fort. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir konzentrieren wir uns jetzt diesmal auf das Rennen und hoffen natürlich, dass wir in dieser Folge ziemlich weit kommen. Wir haben jetzt so viel wie das Rennen jetzt gerade gewonnen. Das finde ich sehr toll natürlich. Ja, falls ihr natürlich... Ja, ich freue mich natürlich über alle Spielvorschläge, die ich im gestrigen Livestream bekommen habe. Und ja, es ist immer gut, wenn ich neue Sachen Let's Playen kann und neue Sachen zeigen kann, Modvorstellungen und so weiter, ist immer wieder gut. So, weiter geht's in Schottland. Da waren wir ja nämlich letztes Mal eigentlich schon dran. Okay, der empfohlene Rang. Ist das eine kritische? Ich muss jetzt da nochmals. Lol. Lol. Ich kann nicht die Facecam verschieben, okay. Deines Wagens gibt seine Stärkungsleiste wieder. Falls dein aktueller Rang niedriger als der empfohlene Rang ist, wird es schwieriger, das Rennen zu gewinnen. Okay, das ist mir klar. Tja, was sollen wir jetzt machen? Vielleicht ist dieser höher. Okay. Leute, nehmen wir es mal in den Kauf. Vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir Glück haben. Wer weiß. Also das haben wir eigentlich schon gemacht. Wir müssen jetzt da nur noch bei dieser Saison das Rennen eigentlich gewinnen. Anscheinend haben wir das schon einmal gemacht. Okay. Ja, dann mal los, würde ich doch mal sagen. Okay, Leute. Sieht nicht schlecht für uns aus, ne? Sieht zwar ein bisschen kleines, dick, bisschen knapp aus, aber so unwahrscheinlich wirkt das eigentlich jetzt nicht, muss ich sagen. Okay, ich probiere es jetzt einfach. Der Lotus ist eigentlich eben ein sehr schneller Wagen. Das gefällt mir auch an diesem Wagen, dass der einfach immense Schnelligkeit hat. Dieser Wagen ist einfach enorm schnell. Das ist eben das, was mich an diesem Wagen auch reizt. Dass der einfach so immense Schnelligkeit hat. Alter Schwede, Mann. Und wir haben schon das Rennen gewonnen, obwohl ich schon meinte, wir haben den niedrigsten Rang. Ja, sehr schön natürlich. Jetzt haben wir dieses Rennen auch mal endlich abgeschlossen. So, okay. So schwierig war es gar nicht.
Okay, wir haben Blaupausen erhalten. Das wird wahrscheinlich die Aktivierung sein für den neuen Stern, weil den Lotus haben wir ja freigeschaltet seit ein bisschen längerer Weile. Und den Porsche haben wir neu. Okay. Oh. Du hast das nächste Ruflevel erreicht. Glückwunsch. Okay, das freut mich. So. 9 bis zur Aktivierung zum neuen Stern. Ich habe wieder mal recht gehabt. So. Okay. Jetzt sammeln wir noch die Blaupausen für den Ferrari, würde ich doch mal sagen. Mal schauen, ob wir jetzt diese Saison auch noch beenden. Das wäre nämlich auch unseres Jubiläum, wenn wir vielleicht die zweite Saison jetzt, oder ja, ich glaube die zweite Saison hier beenden können in Asphalt. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So, ich probiere es natürlich wieder mit dem Lotus. Diesmal müssen wir das Rennen gewinnen. 3 Schockwellen und 3 perfekte Nitros, okay. So, das bringen wir hoffentlich hin und das denke ich, das wird sicher auch klappen. Wenn unser Rang natürlich nicht zu niedrig ist, ich zögere jetzt nicht, aber ich gebe wieder gleich viel Einsatz wie immer, Leute, ihr kennt mich. Ja, ich würde mal sagen, wir können eigentlich die zwei perfekten Nitros, hätten wir eigentlich jetzt die Chancen zu machen, aber so, ich probiere jetzt zuerst probiere ich jetzt mal, okay, sorry, aber das war jetzt schon der erste Fehler, den ich gemacht habe. Ob ich diesen Fehler noch korrigieren kann, ist jetzt die zweite Frage, Leute. Der Lotus ist ein schneller Wagen, aber wir testen jetzt gleich mal, ob wir das noch hinkriegen können. Theoretisch würde ich jetzt eigentlich ja sagen. Okay, es wird schon schwieriger, Leute. Man merkt das ein bisschen. Man merkt, dass es schwieriger wird, Leute. Aber das heißt noch gar nichts. Ansonsten machen wir die anderen Missionen. Wir können ja auch die nächste Saison beginnen. Ich meine, das ist ja keine Weltuntergang. Das muss ja gar nichts heißen. Okay. Im Moment sieht es gut für uns aus. Komm, weiterhin Gas geben. Oh, und wir haben sogar noch das Rennen gewonnen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Das müssten wir erledigen. Okay, den Rest haben wir eigentlich easy gemeistert. So. Natürlich müssen wir ja die Mission ganz erledigen, sonst gibt es ja nicht die Belohnung dafür. Ist ja irgendwie logisch. Okay. So, es zeigt uns an, dass wir das nochmals machen müssen und dann würde ich mal sagen, machen wir uns das, was es uns sagt, nämlich 3 Schockwellen und 3 perfekte Nitros. Okay, für das haben wir in dieser Strecke ja genügend Zeit, von daher reicht das eigentlich. So, ich bin jetzt halt so ein Typ, der das halt mehrere Male wiederholt, Leute, aber ich habe jetzt das auch auf sicher Sieg gemacht, weil hätte ich jetzt das nicht gemacht, Leute, wäre der Sieg vielleicht sicher gewesen. Okay, bei einem höheren Rang ist es natürlich immer sicherer. Bei einem höheren Rang in Asphalt 9, das müsst ihr euch merken, ist es immer sicherer, dass man einen Sieg hat. Also wenn der Rang nicht ganz so hoch ist oder niedriger, dann es kann dann auch noch möglich sein, aber wenn der Rang zu niedrig ist, dann vergisst es, Leute, dann hat man keine Chance, außer einmal war es eine Ausnahme, Leute. Ich war einmal 50 Minuten in einem Stream dran. Ich weiß aber nicht, ob der noch auf YouTube hochgeladen ist oder ob dieses Video gesperrt wurde, weil ich ja vorhin mit Musik aufgenommen habe. Respektiv mag ich mich noch daran erinnern. Okay, nochmals. So. Oh ne, das war jetzt zu spät. Nochmals. Zwei perfekte Nitros. Okay, jetzt noch drei. Jetzt haben wir drei perfekte Nitros. Sehr schön. Okay. So. Das Ganze hat sich schon geregelt. Ja, mal schauen. Jetzt wird es natürlich bis zum Ziel. Mal schauen. Würde jetzt dieser Wagen das noch hinkriegen? So scheinbar. Nee, wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig, okay.
Ja, es wird schwierig, aber nicht schlecht. Die Wahrscheinlichkeit ist klein, aber nicht schlecht auf jeden Fall. Dritter Platz. Das ist eigentlich noch gut. So. Die Mission haben wir beendet, Leute. Endlich haben wir wieder mal etwas mehr erledigt und kommen endlich wieder mal seit einer längeren Zeit, respektive längerer Zeit, endlich mal wieder weiter in Asphalt 9. Oh, 23 bis zur Aktivierung, bis wir den Ferrari haben. Oh, es nähert sich schon an, Leute. So, die 10 Marken, die sammeln wir mal ein. Und jetzt müssen wir das Rennen gewinnen. Oh, empfohlener Rang. Okay, den schaue ich mal an. 1377. Okay. Ja. Das kann knapp werden. Okay. 3077 und wir haben nur 3076. Das wird jetzt ziemlich knapp, Leute. Das wäre wegen einer Stufe weniger, würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt sein muss. Natürlich haben wir auch jetzt die Chance, aber es kann ein bisschen ausgeglichen werden, Leute. Das müssen wir natürlich schauen, aber ich werde es natürlich wieder wie immer alles geben. Wieder in Schottland. Okay, diese Strecke kenne ich ja bereits schon. Ja, genau das habe ich ein bisschen befürchtet. Ja, das war jetzt definitiv meine Schuld. Ja. Ich denke, ich sollte vielleicht beim nächsten Mal einen anderen Car nehmen. Mal schauen, ob ich noch zurückkonnte. Okay, so unwahrscheinlich sieht es nicht aus. Ja. Leute, wir gewinnen Vorsprung. Ist ein gutes Zeichen eigentlich. Oha, Leute. Schaut mal an, was wir für einen Vorsprung haben. Ach du meine Güte. Und wir sind eine Stufe niedriger sogar. Alter, wir haben sogar noch gewonnen mit einer Stufe niedriger. Das musst du mir zuerst mal erzählen, wie man das in Asphalt 9 schafft. Wegen einer Stufe niedriger haben wir das gewonnen und wir haben sogar eine neue Saison, glaube ich, sogar jetzt wieder freigeschaltet. Umso schöner. Oh, die Euro Rebels haben wir freigeschaltet. Ja, Mann, endlich. Das ist jetzt unsere, warte mal. Das ist jetzt unsere zweite Saison, die wir beendet haben. Oh, und das ist sogar... Ach du meine Güte, in Kapitel 3 haben wir schon eine Saison aktiviert. Ach du meine Güte. So, die Eurotracks Saison haben wir somit beendet, Leute. Wieder mal schön, dass wir eine zweite Saison beendet haben in Kapitel 2. Hat mir natürlich mega, mega viel Spaß gemacht und ich bin natürlich mega froh, dass wir wieder weitergekommen sind in Asphalt 9. Und ja, das war es auf jeden Fall für dieses heutige Let's Play für heute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es natürlich ziemlich viel Spaß gemacht und ich wünsche euch alle noch einen recht schönen Abend, Leute. Und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.